So, hallo, wir machen weiter. Bei Metroid Dread. Letztes Mal hatten wir einen interessanten Bosskampf, den ich lange der Zeit nicht gecheckt habe. Aber jetzt habe ich ihn gecheckt. Und es geht zum nächsten Aufzug. Der uns ein Stockwerk höher führt. Nach... Okay, ein... sehr grün geschriebenes Gebiet, Gavoran. Okay, weiter geht's. Angeblich sind ja aktuell sämtliche Emmys ausgeschaltet, deaktiviert. Also mal gucken. Ob wir überhaupt jetzt ein Emmy-Gebiet finden werden. Das wird alles noch böse schief gehen. Oh, Dinosauriergebiet, okay. Ah, hier kommen wir wahrscheinlich so ein bisschen an die frische Luft. Kann ich die schon aufmachen? Nee, ne? Das ist für Supermissiles, ne? Grün ist meistens Supermissile gewesen. Was wollte ich sagen? Sieht aus, als ob wir so ein bisschen an die frische Luft kommen. Ach, das geht immer wieder zu. Ich verstehe das gar nicht, warum. Tut die Pflanze da im Hintergrund was oder ist die einfach nur Deko? Okay, hier ist Wasser. Hier könnte ich hochklettern. Wir gehen erstmal schwimmen. Hier ist nix. Wahrscheinlich ist da drüben aber was. Natürlich. Komme ich da ran? Ah, komm mal hin. Okay, geht es unter Wasser nicht oder bin ich zu doof dafür? Ah, ich krieg den zweiten Sprung nicht hin. Ja, ich glaube, das ist unter Wasser echt nicht so gedacht. Na gut. Dann klettern wir mal vorsichtig höher. Ach. Ja, gut, jetzt habe ich mir den Weg hier... Ja, moin. Also jetzt ist der Weg schon mal dicht. Das ist, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Da oben ist wieder so ein grünes Ding. Nee, geht nicht auf. Okay. Ah, moin! Was ist, bist du schon wieder so ein Space-Pirat-Ding oder was auch immer du bist? Ich möchte das nicht. Nee, Mann. Ah, Mann. Die sind echt gut, ne? Ich muss da so viel Flash-Shiften bei denen. Nee. Ja, hier unten. Ja, gut, hier unten können wir auch weiter. Mal, ah, der schießt echt gut. Ah, fuck. Also muss ich ihm lassen, die schießen echt gut. Leider. Aber jetzt weiß ich immerhin, was kommt in dem Raum. Ach, shit. Komm hoch. Diesmal hast du keine Chance gegen mich. Diesmal bin ich bereit gewesen, mental. Oh mein Gott. Aber so viel hältst du halt nicht aus, ne? Das kennen wir schon. Aber ich glaube, das sind eher Chozu-Krieger wahrscheinlich, weil ich glaube, Space-Piraten gibt es hier nicht. Ich weiß es noch nicht.
Ah, come on! Wow! Wir gehen wieder hoch, okay. Der hält auf jeden Fall mehr aus als sein Kollege vorhin. Aber das war's dann auch. Tschüss. Aber das war's dann auch. Ist hier irgendwo irgendwas noch? Nee, sieht nicht danach aus, ne? Okay. Tschüss. Vielleicht will ich mich erstmal wieder aufladen. Ja, moin. Vielleicht gucken wir auch mal kurz in den Weg. Vielleicht ist das nur ein kurzer Weg. Zu einem Speicherpunkt oder so. Könnte ja sein, ne? Aber wir haben bisher keinen Speicherpunkt gefunden. Ach, hör halt auf. Hier geht's nicht kaputt. Na gut. Ach, das geht nicht auf. Das ist wieder von einer Seite. Ah, I see. Gut, dann ist hier Ende der Fahnenstange. Oh, jetzt sind hier normale Gegner. Okay, I see. Da ist doch bestimmt hier irgendwas. Nein. Hier vielleicht? Nein. Okay, dann fahren die halt da unten einfach durch die Gegend. Yo! Wie viele Käfer wollt ihr eigentlich im Spiel einbauen? Spiel ja. Okay, haben wir es dann? Cool. Irgendwas? Nein, okay. Nein! Ah, der hat eine ordentliche Reichweite, das muss man ihm lassen. Okay, da ist auch nichts. Okay, hier wäre jetzt ein Emmy-Gebiet. Was ja angeblich ausgeschaltet ist. Also kann ich mich auch laut bewegen jetzt hier, oder wie sehe ich das? Da ist es, ne? Ja. Da ist er. Also die werden hundertprozentig ganz bald wieder eingeschaltet. Sobald wir diese Etappe beendet haben, zum Schiff zu kommen, sind die safe sofort wieder an. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So safe sind die dann wieder an. Ach so. Aha! Erzähl mal was über die Viecher, gegen die wir kämpfen. Sind es Space Piraten oder wer soll das sein? Oder sind es Josu-Krieger? Samus, du näherst dich der Oberfläche. Diese Zone, Kavoran, scheint ein unterirdischer Wald zu sein. Erzähl mir was Neues. Die Emmy wurden deaktiviert, aber Red ist immer noch hinter deiner Metroid-DNS her. Ich habe das Video von eurer Begegnung nach deiner Ankunft erneut angesehen. Ja, das habe ich mich ja letztes Mal schon gefragt, ob ich da was verpasst habe oder so. Weil der hätte doch da einfach mich schon, ja, killen können. Wieso ist der einfach abgehauen? War da irgendwas, was ihn abgehalten? Ich weiß es nicht mehr, das ist das Problem. Wahrscheinlich war da irgendwas. Und ich hab's einfach wieder nicht mehr gemerkt. Du warst ihm damals nicht gewachsen. Ja. Du bist es auch jetzt nicht. Es stimmt, dass du viele deiner kämpferischen Fähigkeiten zurückerlangt hast. Dennoch liegt meine Analyse nahe, dass du es auch jetzt nicht mit ihm aufnehmen könntest. Auch nicht mit all deiner Kraft.
Ja, aber wieso hat er uns damals nicht schon... Eine Sache verstehe ich immer noch nicht. Warum hat die Welt... Danke! Gut. Keine... Okay, gut. Spiel hat hier nicht unlogisch gehandelt. Für mich als Spieler im letzten Part, wo ich das erwähnt habe, oder im vorletzten, war es noch so. Aber das Spiel fragt sich das selbst. Gut, sie haben also dann schon sowas bitte. Okay, okay. Gut. Schön, Adam. Wir sind einer Meinung. Finde ich gut, Adam. Hier, Props an dich. Sehr gut. Gut, Adam ist das auch nicht klar. Finde ich gut. Hier, Adam und ich so. Gut, ja. Dann bin ich doch schon zufrieden. Oh mein Gott. Ja, das Emmy-Gebiet hier. Ich will das nicht. Jetzt können wir mal überlegen, warum. Also er will die Metroid-DNS. Wieso hat er sie sich nicht einfach geholt? Muss erst... Muss ich... Oh. Entweder es fehlt noch irgendwas. Oder dadurch, dass ich die Emmys absorbiere Stück für Stück, wird die dann stärker, die Metroid-DNS. Und dann kann er vielleicht einen stärkeren Metroid erschaffen oder so. Keine Ahnung. Oh, hier ist wieder so ein Ding. Da komme ich noch nicht dran vorbei. Okay. Aber das ist eben wirklich ein guter Punkt, ne? Das ist wirklich... Aha. Das ist wirklich ein guter Punkt. Warum hat er mich verschont? Weil ich war wirklich erst so gedacht, naja, das ist wieder dieses typische, der Böse ist einfach nicht klug genug und, nutzt halt seine Chance nicht, sondern, keine Ahnung, wir müssen erst alles durchspielen und dann kämpfen wir gegen ihn und dann machen wir ihn platt. Und das hätte er sich alles ersparen können, wenn er uns nicht hätte stark werden lassen. Aber scheinbar will er uns stark werden lassen. Das ist ja immer eigentlich das Gute, wenn es so wirkt, als ob für den Bösen alles nach Plan läuft. Das macht es eigentlich spannender. Als wenn es so wirkt, als hätte der Typ einfach keinen Plan von nix. Was passiert, wenn wir in diesem Ding drin landen? Frage ich mich. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ach so. Tut halt einfach weh. Na gut. So, aber ich kann dir auch wehtun. Gar kein Problem. Gar kein Act. Okay, hier gab es das. Hier gab es aber noch einen anderen zweiten Weg. Ich würde jetzt erstmal darüber gehen wollen. Ja, doch, genau. Also ich denke, wir werden hier relativ bald die Super Missiles bekommen. Er ist doch gut jetzt. Gott, sind die Dinger stark. Die Super Missiles bekommen. Oh, vielleicht auch jetzt. Okay. Gut. Gut. Jetzt können wir nämlich die grünen Dinger öffnen. Grün waren schon immer die Super Missiles. Oder Missiles. Ja, also jetzt R gedrückt halten und dann wahrscheinlich, ne? Ganz okay. Oder sind jetzt einfach stärker? Habe ich jetzt einfach... Ach, das sind jetzt gar keine neuen Missiles. Die sind... Also, die sind... Die sind nicht extra, so meine ich das. Das sind einfach die gleichen Missiles wie vorher, nur sie sind stärker geworden. Okay, also es war ein Upgrade.
Ja, okay, cool. Verbraucht aber genau das gleiche, also es hat sich nichts geändert. Wir kriegen also nicht extra, weil sowas ja in den anderen Metroid-Spielen, dass Super Missiles extra Munition bekommen haben. Also, dass du für Super Missiles nochmal einen extra Dings hattest. Haben wir hier gar nicht. Finde ich gut. Finde ich passend. Kann man so machen. Kann man so machen. Finde ich wirklich gut. Jo, was war mit dem Ding los? Okay. Ah, jetzt kommen wir hier raus. Ich verstehe. Ah, ist vielleicht hier eine Wand, die aus Super Missile-Dingern besteht? Nee. Oder kann ich den Karton da zerstören mit Super Missiles? Nee, aber ich verstehe halt noch nicht, wie ich wieder zurückkommen soll. Wie ich da jemals wieder hin und zurück? Vielleicht von... Okay, von der anderen Seite wahrscheinlich irgendwann. Oh, wait. Wir waren hier gar nicht unten, oder? Hey, da geht's noch weiter. Ja, Moment. Ah, jetzt komme ich hier rum. Jetzt komme ich hier rum wieder da nach. Dann geht's hier weiter. Okay, aber. Ah! Jetzt haben wir den Weg noch nicht gemacht. Das ist natürlich doof. Da muss ich jetzt hier auch nochmal hin. Ah, vielleicht kann ich mit den Super Missiles auch die Dinger zerstören. Das wäre natürlich cool. Aber ich will jetzt ganz kurz nochmal hier hin, weil das, bevor wir jetzt hier, irgendwas verpassen, begeben wir uns da mal ganz schnell dahin. Oh, das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Wann habe ich das denn aufgemacht? Hä, geht's hier gar nicht runter? Ach, hier ist es, okay. Ja, jetzt ist das natürlich mit den Super Missiles. Geht es hier alles viel schneller kaputt? Aha. Jetzt geht es hier allerdings noch viel weiter, als ich dachte. Hilfe. Wo komme ich denn jetzt raus? Stabil. Ah, das ist der Rückweg. Hä, bin ich doof? Das geht gar nicht kaputt. Ich würde schwören können, dass ich da jetzt lang kann, aber kann ich scheinbar gar nicht. Sehr gut. Oh ne, jetzt muss ich den trotzdem erwischen. Scheiße. An! Aber da oben sind nur Missiles. Wieso darf ich denn jetzt nicht mehr zurück zu dem Aufzug? Ah, das ist doch dumm. Ich dachte, das ist eine... Das ist gar kein... Das ist irgendwas anderes. Vielleicht für die Powerbomb. So, kommen wir jetzt da mal durch hier. Alter, ich krieg das nicht hin. Ich bin zu blöd für dieses Scrabble-Ding. Ich kann halt das Neue nicht anvisieren. Das ist das Problem. Ich muss erst loslassen und... Ah, ja, moin. Okay. Hab nichts gesagt. Gut, so blöd bin ich trotzdem dafür, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Gut, so, dann haben wir jetzt zumindest uns die Raketen hier geholt. Mehr war hier nicht.
Mehr war hier nicht für uns. Gut. Dann kommen wir hier doch noch nicht durch. Okay, okay, never mind, never mind. Alles in Ordnung. Alles okay, dann kommen wir hier noch nicht durch. Dann testen wir jetzt doch mal. Aua. Ob die Herrschaftszeiten. Ob die Missiles auch dieses rote Zeug kaputt machen können. Ah, beziehungsweise, wir wollten ja da drüben noch lang gehen. Ne, das scheint sich nicht zu ändern, okay. Ach, hier ist ein neuer Aufzug. Hier ist direkt der nächste Aufzug. Ja, moin, es geht wirklich in richtig vielen schnellen Schritten nach oben. Moment, aber hier hätte ich ja schon hingekonnt. Ich hätte jetzt die also rein vom Aufzug her, hätte ich bisher die Super-Missiles einfach verpassen können. Okay, wir gehen jetzt erstmal da oben noch hin. Das machen wir jetzt erstmal noch. Also ich hätte hier ja auch vorn durchgekonnt. Das ist schon wieder sehr interessant. Weil bisher war es kein Muss, diesen Aufzug, also diesen Power-Missile-Weg zu gehen, ne? Super-Missile-Weg. Bisher war das nicht verpflichtend. Klar brauche ich sie, gar keine Frage. Aber bisher, zum Aufzug käme ich auch ohne. Ich meine, vielleicht kommt direkt nach dem Aufzug dann eine Power, eine Super-Missile-Dings, aber das ist ja interessant. Man kommt hier also auch ohne die raus. Oh, und hier ist so ein Ding. Habe ich gar nicht gesehen. Wo führt das denn hin? Ach so! Ja, aber wie komme ich denn dann jetzt? Das ist jetzt ja auch wieder interessant. Ah, da müsste ich so zurück. Ah, I see. Und das ist aber eine Schleuse, da komme ich nicht durch. Ja, okay, alles klar. Aber hier komme ich durch. Yo, selbst mit den Super-Missiles braucht dieses Ding einfach ewig, bis es mal einen Abflug macht. Krank. So, wir gehen erstmal nach oben, würde ich sagen. Ja, oder auch nicht. Weil es hier gar nicht nach oben geht. Hier ist auch ein Aufzug. Ja, was zur Hölle? Wohin führt ihr denn alle? Ah, der geht nach Nach Elun ist ein ganz, ganz kleines Gebiet. Ja, weiß ich nicht, ob ich da hin will, lul. Wir warten mal mit Elun. Wir gucken uns mal an, wo der andere Aufzug noch hinführt. Ach, wollte ich mal extra schnell unterwegs sein und dann ging's wieder nicht. Oh, so viele Wege. Ach, geht mir alle nicht auf die Nerven. Ja, Moment, aber jetzt muss ich den ganzen Weg aus... Oh, nee. Kann ich das Ding nicht wieder... Kann ich das Ding nicht wieder irgendwie rumdrehen oder so? Oh, nee. Ist das denn ihr Ernst jetzt? Äh?
muss doch einen anderen Weg hier rausgeben. Muss ich echt den ganzen Weg aus? Nö, dann gehen wir halt nach Elon. Dann ist mir das jetzt auch egal. Dann gehen wir halt nicht den unteren Aufzug lang. Scheiße. Hätte ich den doch als erstes gehen sollen. Ach, komm schon, ey. Dann gehen wir halt erstmal nach Elun. Wahrscheinlich führen beide sogar nach Elun. Keine Ahnung. Der andere ist ja. Aber das andere ist ein Aufzug, der führt eher nach oben, ne? Ach, keine Ahnung. Mist. Das ist jetzt wirklich Mist. Aber Elun sah super klein aus. Das mal speichern auf Elun. Das ist doch schon mal was. Oh, Story. Oder zumindest Sequenz. Was kommt jetzt? Hat bestimmt einen Grund, dass Elun so klein ist. Das ist bestimmt so eine Zwischenstation. Wir stehen im Rampenlicht, das ist vielleicht nicht so gut. Ja. Da würde ich auch jetzt auf jeden Fall lang gehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was uns hier erwartet, erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.